Ja, hallo Leute. Heute Sonntag. Ich wollte eigentlich schön Traumfahrt in der Eifel wandern. Aber es war mir dann doch am Ende etwas zu voll. Und ja, da habe ich mir gedacht, wo kann ich hinfahren, wo nicht so viele Leute sind. Jetzt habe ich hier den schönen Platz gefunden. Ich werde mich mal hier ein bisschen umschauen. Wenn ihr wollt, seid dabei. Sehr schöner Rundumblick hier. Und wunderbares Wetter. Der Berg dort hinten wird mein nächstes Ziel sein. Dann noch einen Blick, diese riesige Grube hier, die übrigens noch in Betrieb ist, nur heute nicht. Also die ist wirklich riesig. Ja, mein Weg führt mich jetzt da hoch. Ich bin gespannt. Mein erster Besuch hier. Sehr schön, an einem Sonntag mal ganz alleine unterwegs zu sein. Hier ist wirklich außer mir keiner. Bin ich gekommen. Ja, es gibt hier auch kaum Wegweiser oder Schilder. Ich muss mir meinen Weg sozusagen erahnen. Ja, ich befinde mich jetzt über dem Örtchen Kruft in der Eifel. Wunderschöne Aussicht. Und da oben die Hütte wird mein nächster Rastplatz sein. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen an der namenlosen Hütte. So, jetzt werde ich erstmal was essen und trinken. Oh, jetzt sind wir auf diesem Plateau von diesem Berg.
Aber wo ist das Gipfelkreuz? Ich vermute mal hier hoch. Ja, leider ist es gar nicht so einfach, hier hochzufinden. Ich bin praktisch einmal an dem Aufstieg vorbeigelaufen. Ist auch nichts, absolut gar nichts ausgeschildert hier. So, dann mache ich mich mal wieder auf den Rückweg. Ich wollte mir den Steinbruch auf der anderen Seite nochmal anschauen. Ja, hier muss man sich ganz schön durchkämpfen. Jetzt muss ich auch noch da hoch, um einen halbwegs schönen Blick zu erhaschen. Oh. Na dann los. Wow. Natürlich kommt das durch die GoPro nicht annähernd so gigantisch rüber, aber ich würde sagen, ich habe doch mal einen schönen großen Stein. So, und hier hätten wir dann noch mal den kompletten Rundumblick. Und noch ein letzter Blick in den riesigen Steinbruch. Aus der Richtung bin ich gekommen. Und noch ein letzter Blick in den riesigen Steinbruch. Aus der Richtung bin ich gekommen. Und hier hätte ich auch wieder meinen Ausgang gefunden. Oh, das ist ein ganz schönes Labyrinth hier. Und ich stecke schon wieder fest. Ja Leute, das soll es jetzt für mich gewesen sein hier. Ich werde mich jetzt auf den Weg zu meinem Auto machen. Das steht etwa da in die Richtung. Ich schätze mal noch so 3-4 Kilometer. Ja. War doch ein schöner Sonntagsausflug heute. Hat mir sogar mehr Spaß gemacht, als so einen blöden Traumfahrt zu laufen, wo heute sowieso alles überfüllt ist. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, könnt mir gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mich abonniert, wäre das noch besser. Bis dahin, auf Wiedersehen.